Noch mehr Sicherheit gibt es vom RTL-Wetterman Christian Heckel in Köln. Christian, heute endlich mal Regen, aber die Böden sind trocken, die Flusspegel niedrig, das Defizit ist groß. Wie groß? Ja, also wenn wir allein diesen Sommer nehmen im Rhonland, dann haben wir schon ein Defizit von mehr als 100 Litern auf jeden Quadratmeter. Und das Problem ist ja nicht, dass wir jetzt einen trockenen Sommer haben, sondern das ist jetzt der fünfte, also nicht in Folge. Letztes Jahr gab es ja ein bisschen, aber 18, 19, 20 und jetzt 22. Und summiert man da das Regendefizit zusammen, dann sind wir bei stattlichen 400 Litern. Das heißt, auf jeden Quadratmeter umgerechnet mehr als 30 Wasserkisten oder für alle, die nicht so oft Wasser kaufen, es sind 40 Bierkisten auf jedem Quadratmeter an Flüssigkeit, die fehlt. Sonnig war es gewesen, aber entsprechend auch trocken. Gut, sonnig, das freut die Vitamin-D-Produktion, aber die Trockenheit ist eben ein gewaltiges Problem. Das hatten wir in den vergangenen Jahren häufiger, hast du gesagt. Wie ist das langfristig in den Trend einzuordnen? Ja, es lohnt sich also schon. Dieser Sommer war eigentlich mit 2018, 2019 und jetzt der dritte Jahrhundertsommer in den letzten 5 Jahren. Also außergewöhnlich warm, vor allem im Südwesten, im Rhonland, extrem sonnig. Wir hatten in Mannheim 925 Stunden Sonne. Das muss man sich mal vorstellen, in 3 Monaten. Das sind im Schnitt jeden Tag des Sommers mehr als 10 Stunden Sonne. Und eine Zahl noch zur Temperatur, die ich extrem außergewöhnlich finde. Das mittlere Maximum im August, also der mittlere Höchstwert dieser Augusttage, war in Mannheim mehr als 30 Grad. Das sind Werte, die man sonst nur in Südfrankreich findet. Dann blicken wir doch mal voraus in den Herbst. Was sagt denn da die Langzeitprognose eurer Wetterglaskugel? Ja, also für den Herbst haben wir jetzt keine extremen Zeichen, dass jetzt irgendwas völlig aus dem Ruder läuft. Der soll etwas zu warm werden. Und die gute Botschaft, glaube ich, wirklich für alle ist, von den Regenmengen her soll ein etwa normal ausfallen. Das heißt aber auf alle Fälle, dass zumindest Regen fällt. Wenn wir jetzt in die Kurzfrist schauen, so die nächsten 10 Tage, dann sehen wir schon, dass im Südwesten einiges an Regen runterkommt. Ist jetzt nicht der große Regen und wir werden auch nicht in den nächsten Wochen alles aufholen, selbst wenn es jetzt günstig läuft, aber wir brauchen jetzt immer wieder regelmäßig Regen und nicht dann wieder 2, 3 Wochen nichts. Das wäre das Schlechteste. Also wenn es geht, regelmäßig aufholen können wir es eh nicht, aber wenn wir regelmäßig Regen bekommen, dann geht die Dürre und auch vor allem die tiefen Wasserstände an den großen Flüssen irgendwann zu Ende. Schön wäre es. Wir drücken die Daumen für einen deutlich feuchteren Herbst. Christian Heckel, danke dir.